Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht in diesem Video um den Satz von Cook und Levin. Und dieser Satz, der ist so kurz, dass er selbst in der größten Schriftart, die dieses Programm hier anzubieten hat, in eine Zeile passt. Und zwar lautet der Satz einfach, hier steht's, satt ist NP-vollständig. Ja? Wir haben in der letzten Folge gelernt, was NP-Vollständigkeit ist. Ja? Aber nochmal kurz als Wiederholung. Das sind sozusagen die schwierigsten Probleme in NP. In dem Sinne, dass man jedes Problem aus NP auf so ein NP-vollständiges Problem reduzieren kann. Und zwar jedes Problem aus NP. Ja, also als Bild, hier nochmal als Bild, wenn das NP ist, die schwarzen Punkte sind die Probleme in NP, dann sieht so ein NP-vollständiges Problem irgendwie so aus, dass alle Probleme sich darauf reduzieren lassen. Ja, die orangen Pfeile sind für uns ja immer diese Polyzeitreduktionen. Ja, das ist auch wichtig, Polyzeitreduktionen und nicht irgendeine andere Art von Reduktion. Polyzeit-Many-One-Reduktionen benutzen wir. So, und die große Frage ist jetzt wahrscheinlich nur noch, was ist denn dieses satt? Ja, der Satz von Cook, der macht hier nämlich diese Aussage satt. Das ist ein konkretes Entscheidungsproblem. Das ist NP-vollständig. Das heißt ja sogar, das, was im letzten Video noch so ein Gedankenexperiment war, dieses NP-vollständig, ja, gibt es überhaupt solche Probleme, die so mit am schwersten sind? Ja, das beantwortet der Satz von Cook und Levin, der sagt, ja, gibt es. Und zwar satt ist ein solches Problem. Satt steht für Satisfiability. Und zwar Satisfiability, also Erfüllbarkeit von aussagenlogischen Formeln. Wir haben bisher schon ein ganz ähnliches Problem kennengelernt, nämlich Circuit satt. Und in diesem Video möchte ich einmal kurz den Zusammenhang zwischen satt und Circuit satt erklären, aber auch nur kurz, ja. Und vor allem möchte ich dann auf diesen Satz von Cook und Levin eingehen. Also warum gilt das? Warum ist satt NP vollständig? Ja, wir wollen es noch nicht beweisen. Ja, das werde ich im nächsten Video machen, dass wir uns den Beweis genauer angucken. In diesem Video möchte ich erstmal nur eine Intuition geben. Warum kann es sein, dass irgend so ein Problem wirklich NP vollständig ist? Dass man wirklich alles aus NP auf ein einziges festes Problem reduzieren kann. Aber fangen wir erstmal an mit der Frage, was ist eigentlich satt? Und dazu vergleichen wir es einfach mal mit diesem Circuit satt, was wir schon kennen. Ja, da war ja die Eingabe ein Schaltkreis. Ja, Eingabe ein Schaltkreis. Frage ist, kann man die Inputs so belegen mit Einsen und Nullen, sodass der Schaltkreis am Ende, wenn man ihn auswertet, eine 1 rauskommt? Bei satt hat man was ganz Ähnliches gegeben. Man könnte fast sagen, das ist nur eine andere Darstellung, ja, aber nur fast. Hier hat man eine Formel gegeben, eine aussagenlogische Formel. Und eine aussagenlogische Formel ist was ganz Ähnliches wie so ein Schaltkreis. Und zwar haben wir hier Variablen, die habe ich hier in Rot gemalt. Die heißen hier zum Beispiel W, X, Y und Z. Das sind unsere Variablen, die am Ende mit 1 oder 0 belegt werden sollen, also Booleans. Ja. Und wir haben Verknüpfungen, ja, so wie hier die Gadgets. Also Variablen sind wie die Inputs hier. Ja. Hier werden Inputs mit 1 und 0 belegt. Hier sind es Variablen, ja, und hier werden die dann mit solchen Gadgets verknüpft. Hier werden sie halt mit solchen Operatoren, die hier jetzt nur noch ein Symbol sind. Zum Beispiel das hier ist ein Und, dieser Hut ist ein Und, das V ist ein Oder. Das ist, kann man sich so merken, Eselsbrücke im Lateinischen, Well heißt Oder. Falls ihr das nicht wusstet, dann müsst ihr euch jetzt noch zusätzlich merken, dass im Lateinischen well oder heißt und dann habt ihr eine Eselsbrücke, dass das V das oder ist. Ja? Und dieser Haken hier, das ist nicht. Ja? Wir haben also genau dieselben Operatoren, wie wir sie hier auch hatten. Wir hatten ja auch ein oder, ein und ein nicht. Ja, so sieht also die Eingabe für dieses satt-Problem aus. Und die Frage ist die Formel erfüllbar? Und das ist genau das Gleiche eigentlich wie kann man die Variablen so belegen, dass am Ende 1 rauskommt. Ja. Also wenn man hier W, X, Y und Z mit irgendwelchen Werten belegt, mit True oder False oder mit 1 oder 0, jede von denen, ja, dann kann man so eine Formel auswerten. Zum Beispiel guckt man sich dann, machen wir einfach mal ein Beispiel, ja. Wenn man zum Beispiel diese Belegung hier wählt, W gleich 1, X gleich 0, Y gleich 1, Z gleich 0, dann sieht das Ganze schon mal so aus. Und das wertet man jetzt aus wie gewohnt, zum Beispiel so ein Oder, das wird zu 1, falls mindestens einer der Eingabewerte 1 ist. Ja, in dem Fall wird das hier zu einer 1, denn wir haben hier eine 1. Dann haben wir hier ein Und, 1 und 1,
1 und 1 wertet aus zu 1. Ja? Ein und wertet ja aus, wenn beides, nur wenn beides Einsen sind, ist hier der Fall. So, dann nicht 1 ist einfach 0. Ja? Nicht, machen wir das Gegenteil daraus. Dann haben wir hier 0 oder 1. Das ergibt wieder 1. Hier haben wir nicht 0. Das kann man erstmal zu 1 machen. Aber dann haben wir 0 und 1. Und das ergibt 0. Ja, denn und gibt ja nur eine 1, wenn beides Einsen sind. Aber hier ist immer noch eine 0. Und dann haben wir hier 1 und 0. Das ist wieder eine 0. Und 0 oder 0 ergibt 0. Denn oder gibt ja nur eine 1, falls mindestens einer eine 1 ist. Und das ist hier nicht der Fall. Sind beides Nullen. Das heißt, diese Formel wertet mit dieser Belegung zu 0 aus. Die Frage bei SAT ist aber, gibt es irgendeine Möglichkeit, die Variablen so zu belegen? Ja? Wir haben jetzt nur gesehen, mit der Belegung hier klappt es nicht. Ja? Kann aber trotzdem sein, dass diese Formel hier erfüllbar ist, indem man die Variablen anders belegt. Ja? Und das ist die Frage, gibt es mindestens eine Belegung, sodass die Formel am Ende zu wahr auswertet, zu 1 auswertet? Und übrigens ist das hier der Fall. Ja, diese Formel ist eine Ja-Instanz für SAT. Das weiß ich ganz einfach daher, weil dieser Schaltkreis hier eine Ja-Instanz war. Das hatten wir in einem der vorigen Videos gesehen. Und wenn man sich diese Formel hier mal genau anguckt, dann ist sie ziemlich genau eine Übersetzung von diesem Schaltkreis hier. Guckt euch das mal an, wenn ihr die Inputs benennt. W, X, Y, Z. Hier haben wir X oder Y, das steht hier. Ja, das wird in ein Und reingetan, und zwar ein Und mit einem W, das steht hier. Da wird ein Nicht darauf angewendet. Das Ganze wird in ein Oder gesteckt und so weiter. Ja. Also diese Formel hier ist eigentlich dasselbe wie dieser Schaltkreis. Okay, so viel also zu der Frage, was SAT ist. Ja, es ist also ein Problem ganz ähnlich zu CircuitSAT und ich glaube, es ist einfach beliebter, weil man ungern so einen Schaltkreis hinmalen will. Wie soll man den hinmalen? Irgendwie als Bild oder so. Aber man könnte fast sagen, so eine Formel ist fast nur eine andere Schreibweise für einen Schaltkreis, ja. Und vielleicht hat sich das deswegen durchgesetzt, dass man lieber SAT anguckt, anstatt CircuitSAT, ja. Jedenfalls haben Cook und Levin unabhängig voneinander beide von diesem Problem gezeigt, dass es NP-vollständig ist. Ja, und wie haben die das gezeigt? Oder warum ist das überhaupt so? Das wollen wir uns jetzt noch überlegen, intuitiv zumindest. Was man zeigen muss, ist eigentlich das hier. Wir nehmen irgendein Problem aus NP, ja, irgendein Problem L aus NP. Wir wollen zeigen, wir können L auf SAT reduzieren mit so einer Polyzeit-Many-One-Reduktion. Ja? Das hier wollen wir zeigen. Und alles, was wir über L wissen, ist eben nur, es ist in NP und das heißt nach Definition, es gibt so eine Polyzeit nicht deterministische Turing-Maschine, die L erkennt. Und jetzt können wir uns mal überlegen, was es dann bedeutet, so eine Reduktion anzugeben von L auf SAT. Dafür können wir wieder unsere Tabelle machen. Wir wollen jetzt also L, dieses beliebige Problem L aus NP, wollen wir auf SAT reduzieren. Und wir wissen nur, es gibt diese Maschine M, ja. Das heißt, die Ja-Instanzen von L sind einfach die Worte, die M akzeptiert. Die Nein-Instanzen sind die Worte, die M verwirft. Ja? Das ist das Problem L. Mehr wissen wir darüber nicht. Und auf der anderen Seite haben wir SAT. SAT bekommt als Eingabe eine Formel. Die nenne ich schon mal Phi W. Ja? Formeln meistens mit Phi bezeichnet. Und ich mache noch einen Index W dazu, einfach um klarzumachen, das kann abhängen, diese Formel kann abhängen von diesem Wort W. Ja, die Reduktion muss ja am Ende eine Eingabe für L übersetzen in eine Formel. Das heißt, verschiedene Worte kann sie auch in verschiedene Formeln übersetzen. Ja, für jedes Wort können wir eine andere Formel angeben. Aber es soll dann so sein, die Formel, die soll erfüllbar sein, falls die Maschine M das Wort W akzeptiert. Das heißt, falls es irgendeine erfolgreiche Berechnung gibt, von der Maschine M auf dem Wort W, das ist ja gerade wie eine nicht deterministische Turing-Maschine ein Wort akzeptiert, ja, wenn es mindestens eine mögliche Berechnung gibt, dann soll es der Fall sein, dass wir die Variablen von Phi W so belegen können, dass die Formel zu 1 auswertet. Und es soll auch so sein, wenn M das Wort W verwirft, also wenn es keine erfolgreiche Berechnung gibt, dann soll es hier auch keine Möglichkeit geben, die Variablen von Phi W so zu belegen, dass die Formel zu 1 auswertet.
Das heißt, diese Formel, die muss beschreiben irgendwie, was M auf der Eingabe W tut. Ja? Phi W wird also eine Formel, das wird eine riesig lange Formel, ja? Die komplett beschreibt, was diese konkrete Maschine M auf dem Wort W macht. Und die wird zusätzlich noch sowas sagen wie, naja, M akzeptiert W. Ja, das wird diese Formel irgendwie ausdrücken. Und wenn die erfüllbar ist, dann ist es wirklich der Fall, dass M W akzeptiert. Und wenn die nicht erfüllbar ist, dann ist das nicht der Fall. Und um jetzt noch ein bisschen konkreter zu werden, also den Beweis schauen wir uns, wie gesagt, erst beim nächsten Mal an. Aber um noch ein bisschen konkreter zu werden und auch zu erklären, warum man ausgerechnet satt nimmt, diese Formel hier, die wird dann so Sachen sagen wie, die Maschine startet in der Startkonfiguration und, ja, ein und kommt da zum Beispiel vor und wir haben ja mit satt ein und, ja, und außerdem steht der Zustand am Anfang auf dem ersten Symbol und außerdem steht in jedem Feld auf dem Band ein Zeichen und so weiter, ja, also wir haben ganz viele unds, ja, weil das eine nicht deterministische Maschine ist, brauchen wir dann auch oder hier, sowas wie, wenn die Maschine zu dem Zeitpunkt in diesem Zustand ist, dann ist sie danach in dem Zustand oder in dem Zustand, ja, sowas werden wir hier dann auch sagen, ja, also satt, das stellt uns gewissermaßen so ein bisschen eine Sprache zur Verfügung, in der wir jetzt formulieren können, was es bedeutet, dass MW akzeptiert, ja. Und da ist es eben gut, wenn man so ein bisschen und, oder und nicht, wenn man sowas als Sprache zur Verfügung hat, ja. Das ist so ein bisschen die Intuition, warum sich satt gut eignet, um von diesem Problem als erstes zu zeigen, dass es wirklich NP-vollständig ist, ja. Und das tun wir dann im nächsten Video.